In diesem Video geht es um zwei Sachen, die jedem Videocutter das Arbeiten deutlich erleichtern und zu einem absoluten Traum machen. Was das ist, was die beiden Geräte können und warum ich jederzeit zu genau diesen Sachen greifen würde, erfahrt ihr im heutigen Video. Also viel Spaß und los geht's! Das Zubehör, das ich ausgewählt habe, steht für Qualität und Design. Es ist keine geringere als die MX Master 3 als Maus, die beste Empfehlung, wenn es um eine schicke Maus mit vielen Funktionen geht. Als Tastatur habe ich mich für die MX Keys bzw. MX Keys Plus entschieden. Das ist sozusagen der kleine Bruder der MX Craft mit dem einzigen Unterschied, dass ihr das Drehrad nicht habt. Das Video zur MX Craft findet ihr jetzt oben rechts in der Infokarte verlinkt. Lasst uns zuerst über die MX Master 3 reden. Die Maus, die in mehreren Farben erhältlich ist, liegt extrem gut in der Hand. Als Office-Maus kenne ich persönlich keine bessere, die sich so gut in der Hand anfühlt. Im Vergleich zum Vorgänger wurde ein wenig am Design geschraubt und einige Teile überarbeitet. Die vorher komplett versteckte Daumentaste ist nun durch eine kleine Anhebung sichtbar und bietet einen deutlich besseren Druckpunkt. Die seitlichen Tasten sind nun nicht mehr über, sondern nebeneinander platziert. Auch die lassen sich klasse drücken, doch vorher war es in meinen Augen besser, da der Daumen ständig auf der gleichen Position bleiben konnte und er nur nach oben oder nach unten bewegt werden musste. Das Rädchen für das horizontale Scrollen ist nicht mehr gummiert und steht weiter hervor. Es lässt sich aber deutlich besser drehen. Die Tasten auf der Oberseite sind mehr oder weniger gleich geblieben. Endlich gibt es auch einen USB-C-Anschluss, um den eingebauten Akku der Maus zu laden. Das Rad wurde allerdings leicht erneuert und dreht nun verdammt leise und angenehm. Die Haptik des Scrollrads lässt sich aber auch über die Logitech Options Software einstellen. Ihr könnt dort also einstellen, wie es sich anfühlen soll. Wichtig ist bei der Maus zu sagen, dass ihr durch diese Logitech Software noch sehr viel mehr aus dem Ding rausholen könnt. Durch die Software lassen sich beispielsweise alle Tasten frei belegen. Die aktuelle Version der Maus funktioniert sogar auf einer Glasoberfläche und sie kann euch bis zu 4000 dpi anbieten. Wie auch schon der Vorgänger, die MX Master 2, könnt ihr auch mit der Maus drei Computer gleichzeitig verbinden und auch Dateien zwischen den unterschiedlichen Computern hin und her schieben. Das ist zwar eine schöne Funktion, doch ich selber hab's noch nie benötigt. Der Akku hält hier bis zu 70 Tage, realistisch sind bei mir aber eher so 50 bis 60. Das hängt aber auch immer davon ab, wie viele Stunden man die Maus täglich benutzt. Genug von Mäusen, lasst uns über die sehr angenehm zu tippende MX Keys Tastatur reden. Von dieser könnt ihr die einfache Version haben oder die MX Keys Plus, bei welcher dann nochmals ein Handballenpad mitgeliefert wird. Die Hand liegt darauf sehr angenehm und es erleichtert das Tippen ein wenig. Die Tasten haben einen sehr stabilen Druckpunkt und sie sind beleuchtet, weshalb ich die MX Keys auch jeder anderen Tastatur deutlich bevorzugen würde. Das Tippgeräusch ist sehr, sehr leise und es fühlt sich ein wenig weich an. Solltet ihr einige Sekunden lang nicht die Tastatur benutzen, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus, um Energie zu sparen. Auch bei der Tastatur lassen sich die Tasten frei belegen, doch in dem Fall nur die obere Reihe. Das M lässt sich also beispielsweise nicht zu einem A umändern. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Auch die Tastatur kann über das mitgelieferte USB-C-Kabel geladen werden. Die Helligkeit der Tastatur könnt ihr über die beiden Knöpfe in der oberen Reihe einstellen. Ich kann die beiden Sachen ohne Bedenken empfehlen, auch wenn ich weiß, dass die beiden Dinge relativ hochpreisig sind, bekommt ihr dementsprechend und ihr dürft hohe Erwartungen haben. Ihr werdet definitiv nicht enttäuscht, das garantiere ich euch. Wenn ihr euch für eine der beiden Sachen interessiert, dann schaut doch mal in die Beschreibung vorbei, denn dort habe ich euch die beiden Sachen einmal verlinkt. Ich würde mich immer sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren und das Video teilen würdet. Wir sehen uns also in wenigen Tagen wieder zu einem sehr, sehr interessanten Video. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Macht's gut und bis dann.